Und also wieder guten Tag, moin moin, seid gegrüßt, liebe Leute. Neue Runde Alice22, nordfriesischer Marsch. Wieder natürlich parallel laufend ein kleines Tippspiel Richtung Palettenverkauf. Gleich steht wieder ein Palettenverkauf an. Und ja, hier steht ein kleiner Boost an. Mit diesem ganzen Dünger wollen wir die Obstplantagen boostern. Denn ich glaube nicht, dass jetzt im nächsten Monat ohne eine Düngermission reinkommen und wir dann gezwungen sind, Dünger zu kaufen. Aber knapp, aber hat gepasst. So, damit wollen wir mal gucken, ne? Fahren wir den Dünger mal darüber. Und dann schauen wir gleich, was das Ganze bringt. Vielleicht habe ich doch Obstkompost. Obstkompost Apfel wäre der erste. Und dann teilen wir das auf, also 15.000. Wenn ich bitte zwischendurch noch danke für den Ponse. Hört man gerade ein, aber ich glaube, das muss man dann auch mit warten, ne? Weil mit geänderten XML-Dateien, wenn da irgendwelche Warnings drin sind, das geht ja dann wieder nicht in die Modliste mit rein wohl. Naja, auf jeden Fall ein Düngerbooster. Wenn man jetzt tatsächlich noch den Gift-Booster dann auch mit am Start hätte, das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? So, Vorhersage läuft. Liebe Leute, die meisten glauben bisher, dass es... Boah, krass viele Punkte im Pott. Also wir sind schon bei 700.000 Punkten im Pott, Leute. Krasses Ding. Die meisten glauben... Ich weiß nicht, ob ihr das selber überhaupt schon sehen könnt. Die meisten glauben bisher, dass es mehr wert als 220.000. Ich würde mich freuen. Ne? Für unseren Kontostand ja bester. Dann haben wir noch ein paar Fischprodukte zum Verkaufen und ich glaube... Dann muss ich ja sagen, war es das schon, oder? Mit großem Verkauf im Juni. Ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt weiter Richtung Juli. Gehen wir kurz durch. Biogasanlage, guck mal, da haben wir so gut wie alle Gärreste abgeholt. Das ist jetzt auch echt erstmal empty. Gülle mit Zuckerrübenschnitzel ist alles aktuell nicht zu holen. Hier läuft gut. Mist hält natürlich nicht so lange, wenn beides aktiv ist, also Gülle und Gärreste, brauchen wir halt 4000 Mist pro Produktionszyklus. Und so viel haben wir gar nicht. Gärreste haben wir hier auch nur 30.000, dann würde ich die Gärreste, ja, kann es erst mal ein bisschen laufen lassen. Ja, aber Warning ist immer nicht so schön, zu viele zu haben, das ist so blöd. So, Fermentersilage 500.000, wir haben nur noch 300.000 Gras drin, ne? Luzerne Frisch ist noch gut. Luzerne Fisch. Ja, hier haben wir gleich noch ein bisschen Krabben, Hummer vor allen Dingen, das wird sich nochmal lohnen. Wolle und Krabben so ein bisschen. Ja, die Holzfäller sind natürlich jetzt geboostert mit ein bisschen Apfel. Das läuft gut. Komposter 182.000 Kompost. Können wir eigentlich fast verkaufen alles, weil hier sind 128.000 am Start und zur Not hat die Zuckerfabrik für uns ja wahrscheinlich auch noch ein ganz bisschen was am Start. So, 100.000. So, Vorhersage läuft noch, Leute. Knacken wir noch die Millionenpunkte? Na, nicht ganz. So, bin gespannt. Umfrage ist rum. Ich werde es auch gleich, ne, jetzt auflösen. Hier wird noch ein bisschen gedroschen, da wird hinterhergefahren. Also läuft aber ganz gut, finde ich, in der Mission. Bin zufrieden. So, diese Ladung wird verkauft. Frage ist jetzt inklusive Umweltbonus. Ich denke auch, dass es mehr wird. Meine persönliche Prognose ist, ja, ich glaube auch, das wird mehr. Beim letzten Mal haben wir es knapp gerissen. Ich glaube, diesmal ist ein ganz bisschen mehr Luft. Aber ich habe mich auch schwer getan. Also das ist selber, das ist schnell so im Kopf zu überschlagen, damit die Summe nicht zu blöd wirkt, zu einfach zu tippen ist. Dass es doch immer so ist, dass ein paar Leute auch in die andere Richtung tippen. Deswegen, was haben wir jetzt? Ich sage nochmal kurz das Ergebnis. 284.000 Punkte sind im Pott für Jo. Das ist mehr als 220.000.
Und 106.000 Punkte sind im Pott für, das ist weniger als 220.000. Die Quote ziemlich eindeutig, 67 glauben jo, mehr, 18 glauben weniger, aber die 18 haben nicht sich getraut, so viele Punkte im Pott zu hauen. Und einige haben sehr, sehr viele Punkte und damit die Punktepötte auch echt voll gemacht. Ne? Vielen Dank fürs Tippen. Freut mich, dass ihr da ein bisschen Bock drauf habt, hier mit euren Punkten einfach so ein bisschen, oh, ein bisschen Spaß im Stream zu haben und zu tippen. Ne? Ich hoffe und glaube auch, wir landen über 202. Lasst uns schauen. So, auf geht's. Versuch auch, ja, guck mal, das läuft über 200. Da kann man sich sicher sein. Mehr als ich dachte. Viel mehr als ich dachte. 300.000 werden das. Das ist halt ein voller, also fast voller LKW gewesen. Das macht den Unterschied, ne? Jing, 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 jing. Konto, Leute. Läuft. Aber natürlich die Hälfte müssen wir tilgen, ne? Also von daher läuft nur zur Hälfte bei uns, aber immerhin. Trotz. 380.000. Da habe ich mich aber auch krass verschätzt. Ergebnis wählen, mehr als 220.000. Glückwunsch natürlich an alle, die da richtig lagen und einfach mal, ne? War nochmal 50% mehr so ungefähr, als was ich getippt hatte. Also auf die Schnelle. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wird. Was war denn da der große ausschlaggebende Punkt? Warum ist es so viel geworden? Alles verzockt. Oh nein. Hättest aber viele Punkte gewinnen können, ne? Hä? Doch jetzt, ne? Genau, 890.000 Punkte waren im Pott. Glückwunsch, Glückwunsch. Gut, jetzt. Also schöne Verkaufstipps können wir nicht mehr machen. Wir haben ja nur noch ein bisschen Fisch zum Verkauf. Und ich würde sagen, wir machen jetzt diese Kartonschiene aber mal, dass wir die Obstplantage mit Karton beliefern. Wir können natürlich noch mal gucken, was ist denn mit dem Fisch. Also wenn wir dran vorbeikommen, sprich Edeka oder Lidl, ne? Dann können wir das in einer Tour machen. Dann würden wir erst den Fisch aufladen, den Fisch verkaufen fahren. Das ist eh so. Also sonst hätten wir es sonst hätten wir es ja schon weggebracht. Ich will nur gucken, ob wir alles mitnehmen können. Am Edeka. Oma auch. Scholle auch. Passt. Wir nehmen alles mit zu Edeka. Sehr gut. Und dann Karton oben drauf auf den Fisch. Und dann bringen wir den Karton zum Obst. Also wenn das Obst nachher ein bisschen komisch riecht, wisst ihr warum. Und dann ist das. Gut, liebe Leute. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich direkt auslagern. So, Scholle. Und Hummer. Das ist zu einfach zu rechnen, ne? Ich glaube, dafür jetzt ein Tippspiel zu machen, das ist zu einfach. Das ist aber echt viel. Sieht nach wenig aus, ist aber auch viel Geld, ne? Und wir sehen, wir müssen den Karton gar nicht auf den Fisch stellen, sondern wir können ihn hinter den Fisch stellen. Are you the actual creator of this map? Yes, that's right. Can I help you? I'm the modder from the Frisian Marsh and from the Fat Production Pack and the Fat Mods Pack and so on. So, genau, weiter geht's. Also das bringen wir jetzt erstmal zum Edeka, zum Verkauf. Der Rest geht dann eben zu den Obstplantagen. Dann teilen wir die Kartonpaletten ein bisschen auf. Wie ich schon sagte, so circa 20.000 Liter pro Produktion. Das hilft erstmal wieder einen ganzen Schwung weiter. Das haben wir dann auch erstmal genug getippt, ne? Zweimal in einem Stream, das ist doch gut. Lebensmittel müssen auf den Kühlen. Ja, das geht schnell. Hartwind. Kühlt auch.
Ups. So, letzter Verkauf in diesem Monat. Also eins ist schon mal klar, wir sind im nächsten Monat noch nicht schuldenfrei. Das wird nichts. Aber wir haben bestimmt 500.000 zu tilgen. Und dann haben wir nur noch die Hälfte, ne? I'm sorry, but I am not writing in German as I don't know how to. If you can use Google Translation for translate from English in German, it will be a little bit easier for me to understand, but a little bit English I can speak and write and yes. And somebody in the chat can maybe better English and understand everything. Festzurren lieber, bevor die Kartons noch wegfliegen. Ja, dann können wir noch also Kompost verkaufen. Das sollten wir wirklich auch machen. Das ist ja kein großer Aufwand. Wenn wir den Dünger verteilt haben. Oh, hat er den Dünger jetzt komplett bei einem abgekippt? Oder habe ich nur auf Überführung geschickt? Das könnte natürlich, wenn der, wenn wir komplett den Dünger beim Apfel abgegeben haben. Ja, ich kann auch kein perfektes Englisch. Ich kann ein bisschen Englisch, ne? Allein durch Urlaube, durch Schule damals. Ich finde es besonders schwierig. Also wir haben natürlich auch internationale Kunden, wenn man so am Telefon hängt und dann Englisch sprechen soll. Da überlegt man manchmal nochmal dreimal, wo man nochmal weiß, ach, wie heißt das noch, wie war das noch und so weiter. Da denkst du dann immer, ja, aber man kriegt das Gespräch auch hin, ne? Also, und dann im Versicherungsenglisch ist natürlich noch immer wieder ein bisschen komplizierter als das normale. Da halt mich ein bisschen auf Englisch. Da. So, dann lassen wir mal schnell den Dünger verteilen. 61.000, also ca. 15.000 pro, ne? Dachte, also bis jetzt geht es runter auf 45.000. Achtung, geht schnell. Auch schon ein bisschen mehr als gewollt. Jetzt runter auf 30.000. Gut funktioniert. Und dann 15.00, ne? Schiff im Feld. Ja, das jetzt. Welches. Gerne immer mit Foto per E-Mail mailen. Kann sein, dass eine Route jetzt. 60. Kann natürlich sein, dass eine Route jetzt zu nah ist. Durch die Feldvergrößerung. Das wäre in der letzten Version natürlich dann schon gewesen, ne? Ja, das Schiff im Feld, also ich wüsste jetzt nicht, wie die Schiffsroute da ist. Habe ich hier, glaube ich, auch irgendwie was. Was hattet ihr heute noch alles für Fehler gemeldet? Ich habe mit WWW einen überschrieben vorhin, weil ich in der Datei noch drin hing. Hühner. Obst etwas. Ich glaube, das war das. Das war das Fettlogo, ne? Ne, das habe ich da schon stehen. Obst etwas weniger Dünger drauf. Weiß ich auch nicht. Schiffroute prüfen. Kann natürlich sein, dass da irgendein Schiff ab und an mal längs fährt. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es nicht möglich ist. Komposter füllen, den Komposter abladen. Ne? Da schicken wir den gleich hin, wenn wir hier vorne dran vorbei sind.
Vielleicht kaufen wir uns ja später auch einfach ein erstes Rapsfeld oder so, ne? Mal gucken. Wohl eigentlich wollte ich halt nächstes die Malzproduktion nehmen. Ist. Dann lass uns mal ein bisschen Karton verteilen. Also 80.000 sind jetzt hier drauf. Heißt 20.000 kriegt jeder, ne? Upload abschalten. Ne, ich muss es noch einmal richtig aufladen, glaube ich. Sonst sehe ich das nicht, weil das alles so komisch ist, oder? Wäre dann runter bis auf 20.000, also bis auf 60 ungefähr. Drei Umfragen und ich starte den Emoji-Chat. Weil du so ein paar Punkte gewonnen hast. Auch schön. So, also guck mal, passt. 60.000, nächste Station. Zu der Birne. Runter bis auf 40.000. Langsam los eiern. Jo. Kirschen. Runter bis auf 20.000. War aber sehr gut aufgeteilt, würde ich behaupten. War jetzt ein bisschen zu viel, ja, aber nicht schlimm. Man, hier bleiben noch 17.000 übrig. Und die sind eh zu weit gerade, warte. So. Gut versorgt. Der Kompostverkäufer ist angekommen. Ich weiß nicht genau, ich würde den... Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, liebe Leute? Nee, ne? Ich glaube, ich schicke den mal zum Hof. Hof P1, wenn du durchfahren kannst. Wirst du ja sehen. So. Und der steht ein bisschen blöd. Hallo. Oh. Schilf. Kein Schiff. Egal. Schilf ist auch nicht da. Die Schilf. Nicht da, glaube ich. Ich dachte, ein Schiff. Nein, also kommt drauf an, von welcher Version du auf 2.2 wechselst. Von der 1.7 dann ja. Oder 1.6, 1.5, 1.5. In der letzten Version nein. Liebe Leute, ich frage mal ganz frech, wer von euch ist noch kein Follower hier im Livestream-Chat? Lasst mal ein Follow da, falls noch jemand dabei ist, der noch nicht den Follow-Button gedrückt hat. Folgt gerne hier, damit ihr nicht mehr verpasst, wenn Livestreams sind. Denn uns fehlen nur noch 71 Follower bis zu 10.000 Marke auf Twitch. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank natürlich für alle, die schon mal einen Follow-Button irgendwann gepusht haben. Wahrscheinlich so gut wie alle, die da sind, ne? Aber falls jemand dabei sein sollte, der noch nicht aktiv gefollowt hat, ne, please follow. Und oh, da kommen wir dann noch einen Schwung näher Richtung 10.000er Marke heute. Aber ich glaube nicht, dass jemand dabei ist. Egal. So, ich wollte es nochmal erwähnt haben, ne? Von daher. Schon. Manchmal sind ja doch immer solche. Die Lurker, die noch nicht. Immer gerne reinschalten, aber gar nicht, ne? Nicht den Follow-Button gepusht haben. So, ich verlade ein bisschen Kompost hier. Und das Schöne ist, wenn man den Komposter hier platziert, man braucht gar nicht mal so weit fahren und man kann das Ganze verkaufen. Dann haben wir gleich die Millionen, aber machen wir uns nichts vor. Meine Devise heißt ja, 50% von den Produktionseinnahmen des Vormonats sind noch zu tilgen bis schuldenfrei. Ne? Aber da sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt. Also ich glaube, dass wir Ende Juni, also dann im August, August könnte der Monat sein, wo wir schuldenfrei sind. Wahnsinn. Immerhin. Also danke für den Follow an Tom Navi, danke an Matheox, danke an ADAC Boy, danke an Robin, danke euch, liebe Leute. Immerhin 4 Leute erwischt. Euch. So. Ist, ne, ist auch ganz nette Einnahme. Wir könnten theoretisch tatsächlich das aus der Zuckerfabrik auch noch abholen und verkaufen.
Ja, ups. Ist auch noch eine volle Anhängerladung. Da sind wir schon wieder. Malzproduktion war gar nicht so teuer. 800.000 oder wie teuer hatte ich die gemacht? Also die ist ja schon fast finanziert. Das ist ja nice. Können wir den Malz ab nächsten Monat vielleicht produzieren? 800.000. Oh ja. Ich meine hier, ne? Gerste, Weizen haben wir schon genug im Lager. Sorghum auch minimal. Leerpalette kriegen wir eh. Gut, Strom und Wasser ist auch nicht das Problem. Und dann können wir Malz produzieren. Hin. So, nächste Ladung voll. Kann auch so rum natürlich an die Verkaufsstation ranfahren, ist egal. Auch so kriegt man das verkauft. Und danach würde ich sagen, Zuckerfabrik. Schnitzel und Kompost. Eine gute Million. Habe ich vorhin gesehen. Eine Million 40.000. Also ich könnte, wenn ich jetzt alles bezahle, ich muss ja nicht nur 50% bezahlen. Ich könnte jetzt schuldenfrei sein, Leute. Cool. Mehr Geld auf dem Konto als Schulden. Aber eins ist klar, ne? Wir müssen, also ich hänge ja auch echt krass zurück. Also ich müsste bestimmt 20 Millionen investieren, wenn ich alle Produktion außer der Biogasanlagen jetzt gerne platzieren wollen würde, die ich so habe. Ne? Von daher, wir brauchen das Geld. Ich danke euch fürs Reinschalten. Wir machen eine kurze Pause auf Twitch. Danke auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.